Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ja ihr Lieben, heute stelle ich euch dieses wunderschöne Buch vor, nämlich Wonderlands, die fantastischen Welten von Lewis Carroll, J.K. Rowling, Stephen King, J.R.R. Tolkien, Haruki Murakami und so weiter. Ja, ihr Lieben, das hier ist ein Buch, wo 300 Seiten gefüllt sind mit Weltliteratur und was diese verschiedenen Bücher eben ausmacht. Was habe ich erwartet? Vielleicht fangen wir so diesmal an, weil ich euch so ganz gut erklären kann, was meine Kritik an diesem Buch ist. Dieses Buch wird, am besten lese ich euch zuerst den Klappentext vor. Das ultimative Vergnügen für jeden Bücherwurm. Wonderlands ist ein fesselnder Führer durch die imaginären Reiche der Weltliteratur. 100 Essays präsentieren mitreißende Informationen zu unseren Lieblingsbüchern, ihren genialen Schöpfern und fantastischen Geschichten. Sie sind wunderbar illustriert mit Covern, Fotos und Plakaten. Literatur ist wie ein Zaubertrank. Sie hat die Macht, uns in eine andere Zeit und an einen anderen Ort zu versetzen. Mit dem Herrn der Ringe, Harry Potter, Peter Pan oder Tintenherz entdecken wir fabelhafte Universen, die uns unfassbar wirklich erscheinen. Diese Reise führt uns durch 3000 Jahre von den ersten Epen bis zur Fantasy. Ein wunderbares, ein bezauberndes Buch. Ja, ganz ehrlich, dieses Buch heißt Wonderlands, die fantastischen Welten von bliblablub. So, ich habe mir hier ein Buch erwartet mit Karten, Illustrationen zu den Welten, fantastischer Weltliteratur. Ich habe mir hier erwartet, dass mehr über diese wunderbaren Welten berichtet wird, wie sie aufgebaut sind, wie sie es schaffen, uns so derartig in sie hineinzuversetzen, hineinzuziehen. Und ich war natürlich dementsprechend relativ begeistert über das Buch und als es hier angekommen ist. Ich habe mich so darüber gefreut und auch ehrlich gesagt, als ich durchgeblättert habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, es sind hier Filmplakate drin von Büchern, die verfilmt wurden, es sind hier Bilder drin, Epenbilder, es ist ganz, ganz, ganz toll aufgemacht, ja. Dieses Buch ist tatsächlich wirklich ein Buch, das vor Wissen über Weltliteratur nur so strotzt. Ich muss natürlich sagen, dass ich von Anfang an wusste, wahrscheinlich würde mich nicht jedes Buch, was hier erwähnt wird, interessieren, einfach weil natürlich in, was weiß ich meine, dieses Buch hat 300 Seiten, dieses Buch hat ungefähr so 2-3 Seiten bekommen. Das sind sehr, sehr viele Bücher, die hier natürlich aufgelistet werden, da kann einem nicht jedes von gefallen. Und ich muss auch ehrlicherweise gestehen, viele davon kannte ich gar nicht. Dieses Buch ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Und zwar alte Mythen und Legenden, wo man zum Beispiel kennen könnte die göttliche Komödie, Don Quixote, die Reise zum Mond von Bergerac. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich kannte. Dann sind hier aber ganz, ganz viele Sachen drin, die ich auch nicht kannte. Das Gilgamesch-Epos kenne ich nicht. Es sind ganz viele Sachen, die ich kenne. Die Prosa-Edda, The Faerie Queen, die Sonnenstadt, die gleißende Welt kannte ich jetzt zum Beispiel nicht. Das heißt, dieser erste Abschnitt hatte sehr, sehr viele Bücher schon drin, die ich nicht kannte. Ich meine, natürlich ist es auch da, wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Werk wünscht, wo man nur so 2-3 Seiten über ein Buch hat, um Informationen darüber zu sammeln, worum geht's da, wer ist der Autor, wie ist es entstanden und warum, dann ist das schon spannend, weil hier in diesem Buch ist wirklich alles drin. Aber für mich hatte das halt so ein bisschen dann im Endeffekt so diesen Hintergrund, ich saß dann da und dachte mir so, ich will eigentlich zu so manchen Werken mir das jetzt nicht durchlesen, weil es mich dann vielleicht in dem Fall nicht interessiert, in dem Fall aber wieder ganz besonders interessiert. Also das war schon immer so ein bisschen schwierig, das muss ich ehrlich sagen. Dann haben wir Wissenschaft und Romantik. Kennen könnte man da natürlich die Schatzinsel, Gullivers Reisen, das sagt euch bestimmt was. Dann kam Abschnitt Nummer 3, das goldene Zeitalter der Fantasy. Da kennt man natürlich das Schloss von Kafka, Schöne neue Welt von Aldous Huxley, Der kleine Prinz natürlich von Saint-Exupéry. Und ich meine, Leute, es sind ja sehr, sehr viele Bücher hier immer drin, ne? Also es sind immer in diesen einzelnen Abschnitten sehr, sehr viele Bücher, die vorgestellt werden. Und ich kannte halt immer so vielleicht 5. Ja. Manchmal auch mehr, manchmal weniger, aber es kam halt immer drauf an. Dann haben wir Teil 4, Neue Weltordnung, wo man natürlich kennen könnte 1984, die Chroniken von Narnia.
Fahrenheit 451, die Brautprinzessin fand ich übrigens auch sehr, sehr spannend. Per Anhalter durch die Galaxis natürlich. Und dann kam Abschnitt Nummer 5, das Computerzeitalter, was dann auch der letzte Abschnitt war, wo man kennen könnte von Stephen King, Der dunkle Turm, die Scheibenweltreihe natürlich von Terry Pratchett, Der Reporter Markt, klar. Was haben wir noch? Harry Potter natürlich ist da mit dabei. Irgendwo war auch George R. R. Martin dabei. Also ich muss sagen, gerade bei den Büchern, die ich kannte, fand ich es sehr viel spannender, mir dann diese 2-3 Seiten Essay durchzulesen. Das fand ich wirklich cool. Das hatte einfach einen Mehrwert für mich, etwas darüber herauszufinden, über die Welt, wie das Ganze entstanden ist und so weiter. Aber bei ganz, ganz vielen anderen Titeln, ich meine auch bei Titeln, die ich noch nicht gelesen habe, von denen ich aber schon viel gehört habe, war es auch sehr, sehr spannend. Zum Beispiel Fahrenheit 451 oder von George Orwell die Titel, die ich selbst noch nicht gelesen habe. Aber es war dementsprechend trotzdem für mich spannend, mir durchzulesen, worum geht es da, wie ist das entstanden, in welcher Zeit ist das entstanden und so weiter. Das fand ich schon auch interessant. Aber es gab immer mal wieder auch Teile, wo ich mir so dachte, okay, ich kenne weder den Autor, ich kenne weder den Titel noch sonst irgendwas. Das hat für mich dann in dem Fall keinen Mehrwert gehabt. Also das war so ein Hin und Her zwischen, oh ja, will ich, und brauche ich nicht unbedingt, oh ja, will ich wieder lesen, dann wieder, ne? Also das war so, wenn man sich nicht wirklich für jedes einzelne Werk der Literaturepochen interessiert, der Weltliteratur interessiert, ist es schon schwierig, ne? Weil man hat hier sehr, sehr viel Informationen zu Büchern, wo man vielleicht nicht sofort weiß, was ist das für ein Titel, muss ich den kennen und so weiter. Jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, der für mich das Ganze zum größten Problem gemacht hat. Und zwar war das, dass ich das Gefühl hatte, dass in diesen Essays eigentlich nur auf 2-3 Seiten die Handlung wiedergegeben worden ist, als kleine Zusammenfassung. Und das fand ich irgendwie schade, weil ich mir ja vorgestellt hatte, dass in diesem Buch einfach Weltenbeschreibungen drin sind. Wie funktioniert das? Wie haben die Autorin die Welten umgesetzt? Wie haben die aufgebaut? Wie schaffen diese Welten es so, in sie reinzuziehen? Ne? Also für mich war das so, ich habe mir halt vorgestellt, oh, wenn das Buch hier ankommt, ich habe dann ganz, ganz viel Informationen zu der fantastischen Welt, in der eben das jeweilige Buch spielt. Im Endeffekt war eigentlich jedes Essay so aufgebaut, dass man erst ein bisschen was über den Autor erfahren hat, wie ist der aufgewachsen, in welcher Zeit ist das Ganze geschrieben worden, dann komplett, worum geht es in dem Buch, was für ein Fazit kann man daraus ziehen. Ja, das heißt also, wir haben hier dann immer so ein kleines Essay über ein Buch gehabt, die wichtigen Daten und Fakten, worum geht's, und das war's. Natürlich sind das ganz, ganz viele Sachen, die spannend sind. Wenn man jetzt zum Beispiel bedenkt, Schöne neue Welt von Aldous Huxley, ja, woraus nimmt er dieses Interesse an dieser Dystopie? Wie hat er das aufgebaut? Inwiefern hängt das mit der Welt zusammen, in der Aldous Huxley aufgewachsen ist? Zeitgeschichte spielt da natürlich auch ganz viel rein. Das sind schon Sachen, die sind sehr, sehr spannend. Aber im Endeffekt habe ich halt einfach was anderes mir erhofft. Ich habe was ganz anderes erwartet. Und das ist immer ganz schwierig, wenn für ein Buch Werbung gemacht wird und etwas intendiert wird, was der Leser im Endeffekt nicht bekommt, weil dann wird der Leser natürlich sehr, sehr schnell enttäuscht, obwohl das Buch natürlich trotzdem richtig, richtig toll ist. Also Leute, ich zweifle nicht daran, dass das ein ganz, ganz tolles Buch ist. Ich habe es mir angeguckt, ich habe es gelesen, ich habe mich auch durch Bücher durchgequält, die mich kein Stück interessiert haben. Ne? Also ich habe mir viel Zeit genommen, dieses Buch zu studieren, und es ist beileibe kein schlechtes Buch. Wenn man Informationen über Weltliteratur sucht, ist man hier an der richtigen Adresse. Man wird dieses Buch gefüllt vorfinden mit Bildern, Fakten, Daten zu bestimmten Werken und zu der Zeit, in der sie entstanden sind, zu den Autoren und sonstigem. Das ist natürlich ganz, ganz toll, und das ist ganz viel Information, die man hier auch bekommt, und es steckt so viel Arbeit in diesem Werk drin. Aber es ist halt immer, immer sehr, sehr schwierig, wenn man eine Erwartung in etwas steckt und diese Erwartung nicht erfüllt wird. Dann bleibt man zum Schluss enttäuscht zurück, auch wenn man trotzdem was ganz, ganz Tolles in den Händen hält. Und so war das bei mir halt einfach. Ich habe mir irgendwie erhofft, ein Buch über fantastische Welten vorzufinden, und habe im Endeffekt dann ganz, ganz viel Weltliteratur bekommen und eine Zusammenfassung der einzelnen Werke und Titel, welcher Zeit sie rausgebracht wurden und zum Autor. Und das war's. Und das hat mich dann doch im Endeffekt einen Ticken enttäuscht zurückgelassen, auch wenn ich jetzt zum 100. Mal sagen muss, das Buch ist wirklich wunderschön und ganz, ganz toll gemacht, und ich weiß, wie viel Arbeit da drin stecken muss. Dementsprechend will ich es eigentlich beileibe nicht schlecht reden. Aber leider muss ich letzten Endes zugeben, dass meine Erwartung nicht ganz erfüllt worden ist. Genau, ihr Lieben, das zu diesem Buch. Ich
Ja, würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, einerseits natürlich, wie das bei euch ist, wenn ihr Klappentexte lest, die irgendwie etwas ganz, ganz Großes intendieren und dann im Buch vielleicht was ganz anderes irgendwie Plot ist, wie ihr dann reagiert, ob euch das dann auch enttäuscht oder ob ihr dann trotzdem sagen könnt, ich kann darüber hinwegsehen, dass man so ein bisschen getäuscht worden ist vom Verlag in der Hinsicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das vielleicht schon mal erlebt habt. Dann natürlich auch, ob euch das Buch interessieren würde, ob ihr es gerne lesen würdet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!